Okay, jetzt habe ich noch ein super spannendes Setup für dich. Stell dir vor, du hast den Gig nächste Woche und du möchtest nicht deinen Riesenverstärker, deine Riesenbox jedes Mal mitschleppen. Und dafür habe ich eine Lösung für dich. Delamar, musify your life. Wir haben hier zwei Pedals angeschlossen. Und zwar einmal den Grindsteen von den Kohlekeller Studios. Das ist ein Gitarren-Preamp. Also musst du dir vorstellen, ein Ersatz für deinen Gitarrenverstärker. Du brauchst sonst nichts, es ist wirklich nur ein Pedal und das war's. Das ersetzt deinen kompletten Verstärker. Und den haben wir angeschlossen an eine Engel Caploader Boxensimulation. Das ist so ähnlich wie der Preamp ein Ersatz für die Box deiner Gitarre. Das heißt, das ist alles, was du zum Gig tragen musst. Nur das eine Pedal für den Verstärkerersatz, das andere Pedal als Caploader für den Boxenersatz. In dem Fall jetzt hier der Grindsteen. Man sieht es schon, ist natürlich ein absolutes Metal-Pedal. Andere Sounds kannst du da auch schlecht rausbringen, aber dafür ist er nun mal gedacht. Und deswegen habe ich auch meine Siebenseiter-Gitarre dabei, damit ich dir ein bisschen Metal vorspielen kann. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie er klingt. Ab geht's. Mega, mega cooler Sound, finde ich. Vielleicht ein kleines bisschen was zum Grindsteen selber. Christian Kohle hat selbst gesagt, er will versuchen, zwei Pedals miteinander zu kombinieren in seinem Grindsteen. Und zwar einmal das Boss HM2 hat er auf die eine Seite gepackt und dann eine Eigenkreation, die in Richtung schwedischer Death Metal gehen soll, auf die andere Seite. Und das Ganze kannst du mit dem Mixregler hin und her schalten. Ich habe es jetzt ein bisschen mehr auf die Seite von der Eigenkreation gedreht, aber ich zeige dir einfach mal gerade beide Varianten. Wenn du den Mixregler komplett auf Aus regelst oder komplett auf Links besser gesagt, dann ist der sogenannte Bottom Shaker Channel an. Das ist das Boss HM2 mit ein bisschen Tweak. Was ganz wichtig dabei ist, das Pedal wird in zwei Sektionen unterteilt. Jetzt gerade auf dem Bottom Shaker Channel haben wir nur die untere Seite als Kontrolle aktiviert. Und wenn du einmal schaust, wir haben hier im Prinzip wie bei einem Verstärker auch eine Equalizer-Sektion mit Bass und Treble. Und wir haben den Gain-Regler. Und nur der Bottom Shaker Channel klingt so. Ein deutlich düsterer Sound, ein bisschen moderner, ein bisschen mehr in die moderne Metal-Ecke. Und ich zeige dir gerade einfach mal, wie der Chainsaw-Channel, die andere Seite des Pedals, klingt. Dafür drehen wir es einmal komplett in die andere Richtung und schauen uns mal an, wie dieser Kanal klingt. Mega, ja, kreischender Klang, total typisch schwedischer Death Metal. Ich finde es mega gut. Die coole Option ist eben, die beiden Kanäle nach Belieben miteinander zu kombinieren oder zu blenden, welche Seite man eben schöner findet. Die ganze Idee dahinter ist eben, dass man den, ja, 90er Jahre Death Metal Sound ein bisschen moderner machen kann. Ich zeige dir einmal, wie das klingt, wenn ich beide Kanäle genau ausgeglichen habe. Das klingt so. Das sind beide Kanäle ausgeglichen. Das heißt, wir haben jetzt die moderne, bisschen dunklere Seite mit dem, na, bisschen oldschool, sehr kreischenden Sound miteinander kombiniert. Das Ganze kannst du natürlich auf beiden Seiten mit dem Equalizer noch komplett deinem Vorlieben anpassen.
Besonders interessant finde ich, der Chainsaw Channel hat einen eingebauten Mid-Cut-Regler. Den habe ich jetzt relativ weit unten. Mid-Cut bedeutet, wir haben die Mitten rausgeschnitten. Das siehst du auch noch in einem anderen Teil von mir, wo ich dir den Mid-Scoop erklärt habe. Es ist im Prinzip genau das Gleiche. Wir schauen einfach mal, wie das klingt, wenn ich damit ein bisschen rumspiele. Ich drehe es mal auch komplett auf Maximum, dann sind die Mitten komplett drin. Okay, das wäre ein bisschen mehr ein Oldschool-Sound, den wir jetzt reingeregelt haben. Mehr Mitten, ein bisschen Oldschooler. Wenn ich das Ganze in eine etwas modernere Richtung bringen will, würde ich die Mitten ein wenig rausregeln. Das heißt, wir schauen einfach mal, wie das klingt, wenn ich den Mid-Cut komplett runterrege. Das klingt so. Auch eine sehr, sehr coole Option. Du kannst also beim Grindstein komplett deine eigenen Sounds kreieren, mischen, wie du möchtest und hast einfach einen super Ersatz für einen kompletten Verstärker. Kombiniert mit einem Cap-Loader wie dem Engel kannst du einfach komplett dein ganzes Setup total tragbar machen, einfach eine kleine Pedalboard-Tasche zum Gig mitnehmen und das war alles. Ich glaube, eine ganz interessante Option für alle, die nicht so viel schleppen wollen. Und ich würde sagen, schaut euch mal an, was es da so gibt. Ihr müsst ja natürlich kein Metal-Pedal kaufen. Wenn ihr kein Metal macht, gibt es auch ganz viele andere Sachen auf dem Markt. Schaut einfach mal, was euch interessiert und ja, viel Spaß damit.